eine. Setzt man die Größe Energie gleich E. 2, 3. Vier. Und da hebt man die Lichtgeschwindigkeit C ins 5, 6, 7. Am frühen Morgen hatten wir Paris verlassen. Die Grenzkontrolle lag hinter uns. Und jetzt fuhren wir quer durch das Deutsche Reich. Ich langweilte mich ungeheuer. Der Zug hatte keinen Speisewagen und draußen gab's nichts zu sehen. Nur Wiesen und Wälder, ab und zu einen Kirchturm oder einen Ochsen auf dem Feld. Beziehung der Lorentz-Transformation. Was um alles in der Welt treiben 16, Sie denn da, Hedge? 17. Ich zähle die Ochsen draußen auf dem Feld. 18. Ochsen zählen Sie? Ohne Frage eine Tätigkeit, die Ihnen angemessen ist, mein lieber Hedge. Darf ich dennoch darum bitten, dass Sie das einstellen? Sie stören mich. Was soll ich denn tun, Professor? Mir ist langweilig. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Arbeiten Sie. Professor Dr. Augustus van Dusen langweilte sich nie. Wenn er sich nicht gerade mit seiner atomaren Strukturtheorie beschäftigte oder irgendwas Epochales erfand, löste er Kriminalfälle nebenbei, um nicht einzurosten. Aber ich heiße nicht van Dusen, sondern Hedge. Hutchinson Hedge. Und ich bin auch nicht der bedeutendste Wissenschaftler und Amateurkriminologe der Welt. Ich bin ganz einfach ein Reporter beim Daily New York. Warum schreiben Sie nicht einen Artikel für Ihre Zeitung? Schließlich fahren Sie nicht mit mir durch Europa, um sich die Gegend anzusehen. Ein Bericht über unseren letzten Fall zum Beispiel. Sie meinen die Mordsache Lumière, Professor? Ja. Den großen Kinematografenskandal, schon längst passiert. Ach. Alles aufgeschrieben und nach New York gekabelt. Dann eben irgendeinen anderen Fall. Vielleicht aus unserer alten Zeit in New York. Immerhin sind Sie mein Chronist. Und, wenn ich mich recht erinnere, mein lieber Hedge hat die Welt bisher noch nie die genauen Einzelheiten jenes nicht uninteressanten kriminologischen Problems erfahren, bei dem Sie mir zum ersten Mal zur Hand gehen durften. Richtig. Die Sache mit dem fliegenden Holländer. Und dem Schachturnier nicht zu vergessen. Wer könnte das jemals vergessen, Professor? Keine schlechte Idee. Notizbuch. Bleistift. War es noch gleich. Vor ungefähr 6 Jahren, glaube ich. Nein, genau vor 6 Jahren. 1898, ja, im März. Ich hatte gerade beim Daily New Yorker angefangen. Vorher war ich freiberuflicher Journalist gewesen und ich erinnere mich noch gut, dass mir die Festanstellung als Gerichts- und Lokalreporter sehr gelegen kam. Mein alter Herr, Millionär von Beruf und von Charakter hochgradiger Moralist, hatte mir nämlich mal wieder den Monatscheck gesperrt, wegen unordentlichen Lebenswandels. Aber das nur nebenbei. Die Sache ging jedenfalls damit los, dass unser Chefredakteur mich eines Morgens in sein Büro rufen ließ. Woran sitzen Sie gerade, Mr. Hedge? Nichts Besonderes, Chef. Verkehrsunfall in Wall Street, Bestechungsaffäre bei der Verwaltung, das Übliche. Gut, gut. Kann alles warten. Sie fahren jetzt raus nach Brooklyn zum Hafen. Rätselhafter Unglücksfall, vielleicht sogar Mord. Kripo hat eben angerufen. Wer bearbeitet die Sache? Neuer Mann. Erst vor 2 Wochen zum Detective Sergeant befördert. Caruso heißt er. Sehen Sie sich mal an, wie er an seinen ersten großen Fall rangeht. Gut, Chef. Und machen Sie was draus. Schlagzeile für morgen, wenn wir Glück haben. Na, hoffentlich. Noch was, Mr. Hedge. Sie besitzen doch ein Automobil. Ja, Chef. Einen Winton. Respekt. Geburtstagsgeschenk. Mein verehrter Herr Papa war zufällig in großzügiger Stimmung. Sie nehmen Ihren Wagen. Keine Droschke.
Unsere Buchhaltung hat sich schon ein paar Mal über Ihre Spesenrechnung beschwert. Moment mal. Sie wollen doch wohl länger bei uns bleiben, oder? Ja, schon. Na also, das wär's dann. Beeilen Sie sich. Verständlicherweise war ich nicht gerade rosig gelaunt, als ich im Hafen ankam. Ich stellte den Winden ab und ging zum Pier, wo sich ein paar Leute um ein Motorboot, einen kleinen, aber schicken Zweisitzer, versammelt hatten, und um eine Bar, auf der ein toter Mann in blauer Uniform lag. Dr. Clennam, der Polizeiarzt, war mit ihm beschäftigt. Außer ihm erkannte ich zwei Kollegen und den Hafenmeister, der von einem vierschrötigen Typ mit Schnauzbart und großen Plattfüßen verhört wurde. Das musste Caruso sein. Der neue Star unserer Kriminalpolizei. Wann war das? Kurz vor sechs. War gerade hell geworden. Aha. Und da hörten Sie Motorengeräusch? Ja, hab ich doch schon gesagt. Ich sehe aus dem Fenster und da kommt dieses Motorboot direkt durch die Einfahrt. Mit Vollgas, Spur geradeaus, immer weiter direkt auf den Pier zu. Ich renn raus und brülle: Gas weg, du Idiot! Ich konnte ja nicht wissen, dass... Ja, der Kerl am Ruder rückt und rührt sich nicht. Und dann ist es passiert. Es kracht, das Boot sitzt am Pier fest, Motor abgewürgt. Ich sofort hin, will mir den Kerl greifen, aber da sehe ich, er ist ja tot. Sitzt stocksteif da und ist mausetot. Ich denke, das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. So schlimm war ja der Aufprall auch wieder nicht. Sie haben ja gesehen, nur der Bug ein bisschen eingedellt. Ja, da bin ich zurück ins Büro und hab Sie angerufen. So war das. Sie können sich jetzt um die Leiche kümmern, Caruso. Ich bin vorläufig fertig. Woran ist der Mann gestorben, Doktor? Kann ich noch nicht sagen. Äußerlich ist nichts zu sehen. Keine Wunde, kein Knochenbruch, auch kein Blut. Und wie lange ist er schon tot? Ich schätze 8 bis 10 Stunden. Genaueres kann ich Ihnen natürlich erst nach der Autopsie mitteilen. Ist klar, Doktor. Vor 8 bis 10 Stunden also. Ja. Jetzt ist es 10 vor 10. Ich schließe daraus, der Tod ist nicht beim Aufprall des Bootes eingetreten. Hab ich doch gesagt. Sondern 4 bis 6 Stunden vorher. Das heißt, mitten in der Nacht. Zwischen 12 und 2. Donnerwetter. Wie machen Sie das, Caruso? Und gelernt ist gelernt. Und jetzt wollen wir die Sache mal näher ansehen. Vom kriminalistischen Standpunkt aus. Kriminalist Caruso sah sich erst das Boot näher an, dann die Leiche. Und wir von der Presse machten natürlich lange Hälse. Am Boot war weiter nichts Auffälliges, nur dass auf beiden Seiten der Name abgekratzt war. Der Tote trug eine Uniform, die mir völlig unbekannt war. Kein Schneideretikett und auch bei der Wäsche kein Hinweis auf Hersteller oder Besitzer. Dann die erste Spur. Eine Tätowierung auf dem linken Oberarm, ein großes blaues D, darunter ein Anker. Die zweite Spur entdeckte Caruso in der Brusttasche der Uniformjacke. Sieh mal an, ein Spitzentaschentuch, gezeichnet EMB. Parfümiert, wie ich immer sage. Cherchez la femme. Sehr originell. Und sonst haben Sie der Presse nichts mitzuteilen? Aber gewiss doch. Der Tote ist etwa 40 Jahre alt, sonnengebräunt, tätowiert. Das wissen wir doch alles schon. Er war Seemann, wie die Uniform zeigt. Kapitän bei der holländischen Kriegsmarine. Also ein echter fliegender Holländer. Im Großen und Ganzen ist der Fall klar. Der Mann starb auf hoher See, wahrscheinlich auf seinem Schiff, und wurde dann in diesem Boot ausgesetzt. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Möglicherweise internationale Verwicklungen, Sie verstehen. Ich fasse zusammen. Für Detective Sergeant Caruso ist der Fall klar. Er weiß alles. Nur nicht, wer der Tote ist, woher er kommt, wie er gestorben ist und warum man die Leiche in ein Boot gesetzt hat, statt sie einfachheitshalber gleich ins Meer zu werfen. Richtig so, Caruso? Wie heißen Sie? Hedge, verehrter Detective Sergeant. Hutchinson Hedge vom Daily New Yorker. Den Namen will ich mir merken, Mr. Hedge. Tja, von mir aus. Ich fuhr zurück zur Redaktion, um meinen Bericht zu schreiben.
Schlagzeile: Das Geheimnis des fliegenden Holländers. Vorher führte ich noch ein Telefongespräch mit dem holländischen Generalkonsulat und dabei erfuhr ich, dass seit Monaten kein holländisches Kriegsschiff auch nur in die Nähe des New Yorker Hafens gekommen war. Mysteriös. Ich nahm gerade den letzten Bogen aus der Maschine, als der Chefredakteur mich schon wieder zu sich bestellte. Mein Typ war heute offenbar sehr gefragt. Spielen Sie Schach, Mr. Hedge? Nicht besonders. Warum? Sehr gut. Wir brauchen einen Bericht über das große Schachturnier im Madison Square Garden. Sie fahren gleich hin. Wieso ich? Das ist doch eher was für die Sportredaktion. Oder für Turner von Hobby und Freizeit. An sich schon, aber Turner kriegt ein Baby, das heißt eine Frau. Der Mann ist zu nichts zu gebrauchen. Ja, aber na und Nash, dieser Trottel hat sich ausgerechnet jetzt das Bein gebrochen. Hilft alles nicht, Mr. Hedge, Sie müssen hin. Aber ich verstehe nichts vom Turnierschach. Egal, schreiben Sie was über das Milieu, Background, Human Interest. Sie wissen doch, wie man sowas macht. Atemlose Spannung liegt über der großen Halle. Gebannt folgt die Menge dem Duell der Giganten des Geistes. Da, ein Raunen. Der Weltmeister hat gezogen. Schach und Matt. Ja, und so weiter. Kinderspiel. Wenn Sie das so gut können, Chef, warum schreiben Sie den Bericht nicht selber? Keine Diskussion, Mr. Hedge. Sie fahren zum Madison Square Garden und versuchen Sie, ein Interview mit dem Weltmeister zu machen. Diesen deutschen, Lasker, Dr. Lasker.